Zutaten für 4 Personen, 2 in einem großen, Schwimm-große Süßkartoffel, Klammer auf K6S0G, Klammer zu, 2 kleine Jaburker, 1 mittelgroße Zwiebel, 5 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel G, Klammer auf S-Seite 9B, Klammer zu, gemahlene weißer Pfeffer ITL schwarze Pfefferkörner, 3 Lorbeerblätter. 5 Esslöffel Apfelessig, 3 Esslöffel Tee, Klammer auf Japani SGSOGAS Soße ohne Gluten, Klammer zu, 200 Gramm grüne Bohnen, Klammer auf Frisch oder TK, Klammer zu, für den Reis, 200 Gramm weiße Basmatire, Essmeersalz, Süßkartoffel schälen, waschen und in ca. 21/7 cm große Würfel schneiden. Auberginen putzen, waschen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. Knoblauch schälen, in feine Scheiben schneiden. Brintopf bei mittlerer Hitze lassen. Zwiebel darin weich an dünsten. Knoblauch zugeben und eine Minute garen. 1/Zi heißes Wasser Süßkartoffel, Aubergi unterstrichenen eine türkische Liga weißen Pfeffer und restliche Zutaten bis auf die Bohnen zugeben und unterrühren zum Kochen bringen. Deckel aufsetzen und 20 Minuten köcheln. Nicht zu oft rühren. Damit die Süßkartoffelstü-Könnichte nicht zerfallen. Jodeln zwischen Reis abspülen. Mit 370 ml Wasser und 1/Salz in einem mittelgroßen Topf, Klammer auf mit dicht aufliegendem Deckel, Klammer zu, aufkochen. Umrühren, den Deckel aufsetzen, die Hitze auf niedrige Stufe reduzieren und 1 Gramm Minuten garen. Topf vom Herd nehmen, den Reis abgedeckt ca. 5 Minuten quellen lassen, mit einer Gabel auflockern, 4 Bohnen eventuell putzen, waschen und halbieren, ins Adobo geben und ohne Deckel ca. 10 Minuten weitergaren, Reis in Schalen füllen und das Adobo